Wir wissen bereits, dass deine Freundin hier arbeitet, Quill. Agent von Thanos? Möchtest du das erklären, Gamora? Nicht wirklich, aber ich war's nicht. Seht euch das an, Nikki hat eine Akte. Langweilig. Wer hätte eine Ausbildung? Von dem habe ich schon gehört, er war ein guter Mann. Nur das Gut nichts wert ist, wenn du tot bist. Nichts, mal nicht durch. Das ist eine gute Frage. Position unbekannt. Sie ist absichtlich in einen Leviathan gerast und trotzdem ein besserer Pilot als Quill. Was? Du weißt, dass es wahr ist. Okay. Die Akten von den anderen sehen wir aber nicht. 20 Units, das meine die größte. Von dem habe ich schon gehört. Er gehört zu einer Privatarmee namens Lethal Legion. Wohl eher Loser Legion. Captain Glory. Was habt ihr Menschen bloß immer mit euren blöden Namen? Halt. Star-Lord ist nicht in derselben Liga wie Darkhawk, okay? Das eine ist der Name der besten Band aller Zeiten. Und das andere ist ein Vogel. Gregs Strafregister ist ziemlich umfangreich. Ruhestörung. Sehr gut, seine Mutter ist nämlich tot. Verschwörung, unerlaubtes Betreten, Betrug, Körperverletzung, Erpressung, Steuerhinterziehung, Brandstiftung, illegale Bergung, Schmuggel, Schiffsentführung, schwere Körperverletzung, Selbstjustiz, Folter, Entführung, Mord mit Transportmittel, Mord, Massenmord. Aha. Ich dachte, hier stünde mehr. Das kratzt kaum an der Oberfläche. Zen, Fugberi, Ben, Titan, Gamora. Das ist der komplette Name. Aha. Anklagen, Beihilfe, Verschwörung, Widerstand bei der Festnahme, Fliehen ohne Flugerlaubnis, Diebstahl, Körperverletzung, bewaffneter Raub, Schmuggel, illegale Bergen, Mord, Kriegsverbrechen. Gut. Du? Ein Goldhelm? Nur über meine Leiche, Kumpel. Einfach Anklang, einfacher Diebstahl, unerlaubtes Betreten, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstand bei der Festnahme, Bestechung, Erpressung, illegale Bergen, Schmuggel, bewaffneter Raubmord. Dafür, dass wir Menschen keine Raumfahrerspezies sind, kommen wir ganz schön rum. Ja, was mit ihm? Sympathische Körperverletzung. Hey, haben wir den Typen nicht gesehen, als wir unsere Strafe bezahlen wollten? Seht mal! Da ist Drags Freundin. Lady Hellbender ist nicht meine Freundin. Noch nicht. Bedrohung, Schutz, Geld, Erpressung, Körperverletzung, Erpressung, Wilderei, legal Handel, Mord. Ist das nicht dein Freund aus der Bar? Ja. Einfacher Diebstahl, Bestechung, Erpressung, Körperverletzung, Schmuggel, illegaler Handel, Wilderei. Wenigstens kein Mord. Der große Einiger Raker. Ich frage mich, was er in der Quarantänezone gesucht hat. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ich bin in der Gruppe von den Pferden. Lest und weint, ihr Loser. Es gibt nichts, für das ich und Groot nicht schon angeklagt wurden. Wenn du angeklagt wirst, wurdest du erwischt. Ja, ist dir schon klar, oder? Einfacher Diebstahl, und? Verschwörung, Nötigung, Körperverletzung, Widerstand bei der Festnahme, Cyberverbrechen, Fälschung, Betrug, Erpressung, illegale Bergung, Schmuggel, Meuterei, Brandstiftung, bewaffneter Raubmord. Wow, wenn Kreeboll böse werden, dann richtig. Ein Ankläger ist übrigens sowas wie Richter, Jury und Henker. Aber es stimmt. Wow, dein Register ist viel länger als ich dachte. Trinken in der Öffentlichkeit, unsittliches Verhalten in der Öffentlichkeit. Ja, einfacher Diebstahl, Bestechung, Erpressung, rücksichtsloses Fliegen, illegale Bergung, Schmuggel, Schiffsentführung, Raubentführung. Noch ein Typ von der Erde. Ich sag ja, Quill, von C53 kommen die seltsamsten Typen der betreten. Galaxie. Bonuswissen. Ich kenne dich nicht. Einer der Namenlosen. Oh, gruselig. Bilddateien, Videologs haben wir noch. Komm endlich zu den reizvollen Sachen! Kanalisieren Sie Ihre Nova Force. Eine umfassende Anleitung zur Meditation und der Pflege Ihrer geistigen Gesundheit. Davon hätte ich tatsächlich gerne ein Exemplar. Ich nicht. Das dürfte interessant werden. Nur damit das klar ist, sie wurde zu einer Teekanne? Das hat meine Quelle gesagt. Große...
eine Bahndurchsage. Okay, das klingt nicht gut. Achtung, Einsatzteam. Sorgt bitte dafür, dass eure Helmkameras voll funktionsfähig sind, bevor wir heute Nachmittag diese Mission in der Quarantänezone durchziehen. Danke. Typisch Corell. Alles streng nach vor. Achtung, Einsatzteam. Sorgt bitte dafür, dass eure Helmkameras voll funktionsfähig sind, bevor wir heute Nachmittag eine Mission in der Quarantänezone durchziehen. Danke. Wow, super aufregend, Quill. Und dabei könnten wir noch immer mein Strafregister lesen. Bitte nicht. Ich hatte mich schon gefragt, woher sie von uns wussten. Quill hat wohl damals die Sensoren ausgelöst. Ist das nicht die Bergbauanlage aus der Quarantänezone? Ich verstehe nach wie vor nicht, wie das Schiff des Kirchenmannes explodieren konnte. Das Novacore ist bekannt für seine Sicherheitsbrücken. Hier drin muss er... Hey, das ist doch... Das Bergbauschiff aus der Quarantänezone? Ja. Von wann ist die Aufnahme? Signal wird stärker. Wir sind nah dran. Wie nah? Schwer zu sagen. Da sind zu viele Störungen. Centurion Corell, ich hab hier was. Sie ging rein, nachdem wir weg waren. Oh, Flak. Dieses Ding. Könnte es sein, dass... Diese Kreatur hat unser Monster verschlungen. Könnte alles Mögliche sein. Das ist ja nicht ohne Grund eine Sperrzone. Ich bin gut. Nein, Quatsch, nicht so ein Flak. Dieses Ding hat nichts mit uns zu tun. Wir stehen ab wie ein Zertricht. Wir wissen nicht, ob das dieselbe Kreatur ist. Das war... Die Edelsteine aus dem Quarantänezone. Der Edelstein in Corells Hand? Ich glaube, den haben wir in der Quarantänezone beschossen. Wir? Du warst das doch. Gut, ich hab geschossen. Der Punkt ist, dass dann das Schattending da rausgekommen ist. Wir sind schuld. Die Quarantänezone ist eine riesige Todesfalle. Okay, wir haben so ein Schattending befreit. Wir haben's rausgeschafft, oder? Deine doofe Freundin bestimmt auch. Du hast die ganze Zeit gesagt, dass sie wahrscheinlich tot ist. Wahrscheinlich am Leben, wahrscheinlich tot. Egal, wichtig ist, dass es uns allen gut geht. Corell ist zäh. Wenn es jemand da rausgeschafft hat, dann sie. Das weiß ich. Ja. Gucken wir, was im nächsten Video ist. Nicht besonders viel. Galaxie. Ihr missversteht unsere Absichten. Nein, die sind ziemlich eindeutig. Manchmal müssen Opfer gebracht werden. Ich wollte es versuchen. Groot, Fußfeger. Großer Einiger, Raker. Richtig? Zunächst einmal finde ich es echt cool, dass du uns kennst. Stimmt's, Leute? Und es ist cool, dass du uns nicht töten wolltest. Vor allem, wenn ich deine zwei Kumpels da sehe. Die hätten uns zerlegen können, als du reinkamst. Das war echt ein feiner Zug von dir. Aber wir hätten da auch die ein oder andere Frage. Erstens, wo sind Centurion Corell und ihre Tochter? Ihr sucht nach der Wahrheit, Frau Locket. Die Matriarchin will sie mit euch teilen. Aha. Okay, das ist jetzt echt uncool. Was soll das heißen? Erhebt nicht ab. Kommt. Die Materialchen wartet.
Ach du Scheiße. Feuer aus der Ferne ins Feuer. Kapitel 8, die Matriarchen. Ach du Schande. Was stimmt denn mit dem Sankrumpf? Natürlich geht nicht ran, also sitzen wir fest. Immerhin haben die Flaköpfe uns nicht die Waffen abgenommen. Sie zeigen, dass sie keine Furcht kennen. Eine bewährte Kampftaktik. Ketherianische Krieger ziehen oft völlig nackt in die Schlacht. Lass mal die Hose schön an. Vielleicht ja als Ablenkung. Gar nicht so schlecht. Ja, nein. Andere Vorschläge? Kannst du Schaum vom Mund? Ja, glaub schon. Und Zuckung? Klar, ich bin ein Superzucker. Okay, auf mein Zeichen fällst du um, kriegst Schaum vom Mund und zuckst. Während alle anderen abgelenkt sind, fliehen wir in eine der Nebenhallen. Und was ist mit mir? Du, du opferst dich für das Team. Ich werde doch nicht... Kommt mit! Los, Quill, greif dir an die Brust und fall um. Denk dir was anderes aus. Also, die Matriarchin hat nach uns gefragt. Spezifisch nach dir. Obwohl ich nicht weiß, warum. Das überrascht Peter auch ständig, aber dass er für die Gehirnwäsche ganz vorne in der Schlange steht, ich muss schon sagen. Denkt ihr das? Dass wir Leute einer Gehirnwäsche unterziehen? Wir haben deine aktuellen Konvertierten getroffen. Übereifrig trifft es nicht mal im Ansatz. Sie haben das Versprechen der Matriarchin angenommen. Ein Erlebnis, das Leben verändert. Aber freiwillig akzeptiert werden. Quill, seine Drohne. Das ist unser Ticket hier raus. Was? Wie? Was flüstert ihr beiden da? Und? Er will wissen, ob du weißt, dass du der Schurke bist. Reduktive Konzepte wie Gut und Böse haben zum galaktischen Krieg geführt. Wir haben überhaupt nicht geflüstert. Ihr habt euch unterhalten. Wir haben nur versucht... Eure Flucht zu planen? Vielleicht. Irgendwie kannst du es uns verdenken. Ihr plant, weil ihr Angst habt. Und ihr habt Angst, weil ihr gelitten habt. Sobald die Matriarchin uns im Glauben eint, endet alles Leid. Na, ja. Alle Trauer. Alles Leid, alle Denn Trauer. Die, endet, ja. Die wir geliebt haben, werden zurückkehren. Dieses Versprechen belebt die Toten wieder. Natürlich nicht. Du kannst niemanden zurückbringen. Wir können das nicht. Aber die Matriarchin... Das göttliche Gefäß. Ich habe eine Idee, aber ich brauche Zeit. Das Kult ist wirklich so lahm. Fast zum... Kommt! Nur zu! Wenn ich vorhätte, euch zu töten... Echt ein cooler Trick. Erklärst du, wie du es angestellt hast? Hexenwerk. Ich verstehe, dass so mancher es dafür hält. Es war Wissenschaft. Die Wissenschaft des Glaubens. Glauben ist keine Wissenschaft. Aber Glaubensenergie schon. Diese Barke, meine Inquisitoren, sogar die Sacrosanct selbst. Alles betrieben mit der gleichen wundersamen Energie. Energie, die ich entdeckte. Ich schnapp mir die Drohne. Halt ihn am Reden. Was? Jetzt? Was? Was ist das? Es ist nur... Du hast sowas entdeckt und du hast gesagt, du... kontrollierst Energie. Glaubensenergie. Genau, und ich meine... Interessierchen, Mordstützen. Ich denke, was Gamora damit meint, ist... du sagst, du hast diese ganze Energie. Glaubensenergie. Genau, aber warst du neulich nicht auf der Hallas Hope gestrandet, weil deine Fähre keinen Sprit mehr hatte? Ja, das schon. Warum hast du nicht einfach geglaubt, dass dein Schiff noch Treibstoff hat? So funktioniert das nicht. Diese Art Energie ist ein Nebenprodukt des Glaubens.
konzentrierten Glaubens. Okay, klar. Ich sah den Beweis. Konzentrierter Glaube an ihn hat unser Überleben ermöglicht. Mach schnell. Also, du sagst gerade... Warte. Wart ihr nicht einer mehr? Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Etwas derartiges würden wir doch wohl bemerken. Das stimmt. Bitte, setz deinen faszinierenden Bericht fort. Du sagtest gerade etwas über ihn. Es klang super wichtig. Ja, ja, über deinen Vater. Onkel. Sohn? Mein Sohn erlag einer Krankheit. Mit ihm meine ich jemand ganz anderen. Das erste göttliche Gefäß dieser Kirche, noch bevor sie eine Kirche war. Ein absurder Wunderheiler, getaucht in goldenes Licht und von einer unfassbaren Macht. Er sah meinen Verlust, unser aller Verlust, kannte den Grund, machte ihn aber nicht ungeschehen, weil er selbst, nie gefühlt hat, was wir fühlen. Darum gründete ich die Kirche. Zur Heilung. Als Hoffnung für all jene, die alles verloren haben. Moment, ihr wart doch einer mehr. Oh oh. Der Kleine ist nicht da. Vielleicht ist er tot, wie dein Sohn. Ich bin gut. Was? Ich. Den Schwindel bewundern, Herzenswand vortäuschen und... Was ist los mit dir? Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Wieso helfen wir ihm nicht? Lass das auf der Stelle. Na gut. Ihr haltet euch alle für sehr schlau. Keine Ahnung, wovon du redest. Ihr wollt mich hinhalten, weil ihr Angst habt. Aber ihr müsst keine Angst haben. Wieso? Stell dich dahin, wo ich dich sehen kann. Ja, ja. Es ist Zeit, die Materialien zu treffen. Und was hat uns das jetzt gebracht? Würfel. Rocket, sag mir, dass du einen Fluchtplan hast. Wir rufen die Milano her. Mein neuer Kumpel zeigt uns den Weg. Du bist sehr kryptisch, Naga. Ich werde eben nervös, wenn ich von mörderischen Rüstern umzingelt bin. Das kann ja nicht schief gehen. Sie wollen nur, dass wir ihre neue Mami treffen. Apropos, wer glaubt noch, dass Quills Ex-Freundin ihre Dienstmarke gegen eine Kultrobe eingetauscht hat? Ach, komm. Was denn? Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Ich habe einen anderen Verdacht. Yep. Ich bin gut. Herrin, wie gewünscht. Die Wächter der Galaxie. Danke, großer Einiger. Wächter, ihr dürft näher treten. Peter Quill, befiehl deinem Nachwuchs sofort von da oben runterzukommen. Es steht mir vielleicht nicht zu, aber bist du nicht ein bisschen zu jung für so ein kurzes Kleid? Bist du nicht zu alt, um deinen Namen auf deine Kleidung zu schreiben? Oh. Du hast lange gebraucht. Ja, aber du weißt ja, wie geschwätzig der Opa ist. Wir holen dich hier raus. Geh mir einfach nach. Aber hier ist der Ort unserer Bestimmung. Wir werden alle retten. Ich werde sie retten. Ich hab's versprochen. Jetzt komm, lass den Quatsch, Kleines. Du sagst Scheiße. Doch nur, was er hören will. Halt! Moment! Jetzt seid das alle mal! Das Mädchen ist nicht sie selbst. Das bin ich sehr wohl.
Aber ich bin mehr als nur ich. Was soll das heißen? Wo ist deine Mom? Mom ist hier. Genau hier. In mir. Schön, dass wir das geklärt haben. Das Licht verband uns. Ich dachte, sie wäre weg. Aber ich kann sie zurückbringen. Alle warten, dass wir ihre Liebsten zurückbringen. Wir müssen nur glauben. Durch den großen Einiger habe ich verstanden. Das ist alles ein Riesenschwindel. Im Ernst, ich kenne mich da ein bisschen... Warum glaubst du nicht einfach an mich? Warum hörst du mir nicht zu? Niemand hört mir je zu, bis ich es allen beweise. Peter, du kannst sie retten. Versprochen. What the fuck? Verschwindet! Eure Schuppengriffel werden ihm kein einziges Haar krümmen. Ich sagte, verschwindet! Ja. Machen wir das heute noch? Und komm, auf geht's. Sicher, dass wir das wollen. Diese Ex-Tricks müssen weg! Darauf habe ich Jahre gewartet! Das ist doch viel zu einfach. Endlich kannst du mich retten! Ich hab dich so vermisst, Mom! Ich wusste, dass du zurückkommst! Keine Gnade! Peter! Ich hab mir diesen Moment so oft vorgestellt! Ich auch, Mom! Ich auch! Was soll denn das für ein Blödsinn sein? Diesmal ist es nicht mehr so leicht, was? Töte sie! Lass sie dafür bezahlen, was sie uns angetan haben! Ja, wow. Und ganz haben wir ausgeschaltet. Peter! Oh, Peter, mein Junge! Und das natürlich als Kind. Was? Was ist los? Wie ist das möglich? Du hast mich gerettet! Deshalb! Ich wusste, du lässt mich nie im Stich! Nein, das war ich nicht. Sieh dich an! Du bist herangewachsen! Zu dem großen Anführer, wie ich's geahnt hab! Peter, ich bin so stolz auf dich! Dein Vater wäre es auch! Ich verstehe nicht! Ich hab dich sterben sehen! Bin ich... in der Vergangenheit? Du bist hier. Das ist alles, was zählt. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Du und ich. Und auch deine Freunde. Meine Freunde? Sicher. Das Haus bietet massenhaft Platz. Und ich will dein großartiges Team kennenlernen und von deinen tollen Abenteuern erfahren. Das ist... Und was macht ihr gerade nicht? Du hast nicht, wie sehr ich das wollte. Nichts wird uns jemals mehr trennen. Ich verspreche es, Peter. Ich versprech's. Ich glaube es nicht, ich hab dich wieder. Mom, du drückst so fest. Es gibt so viel, was wir nachholen müssen. Vielleicht können wir endlich unser Spiel beenden. Kannst du es spüren? Das Versprechen ist überall. Die Matriarchin wird... Lass mich los! Hör auf! Hör auf, mich zu umarmen! Peter, keine Angst, ich bin's doch.
Das kann nicht sein. Ja. Das ist nicht richtig. Es kann nichts falsch daran sein, Peter. Wir sind zusammen. Die Shitori haben meine Mutter getötet. Wie kannst du sie sein? Was? Hältst du mich für ein... Ja. Du bist nicht sie. Meine Mutter ist gestorben, als ich 13 war. Das war der Mist. Aber so muss es überhaupt nicht sein. Vertrau mir. Wie kannst du sie sein? Was? Hältst du mich für ein Monster oder sowas? Peter, vertrau mir. Ziemlich. Ja. Ich glaube nicht, dass das so sei. Das Spiel gewonnen. Ich war ziemlich weird. Was müssen wir machen? Warum können wir nicht? Das ist gerade echt creepy. Gut, Peter. Schon bald ist alles vorüber. Hör auf. Ja, du machst es richtig. Lass. The fuck? Den muss ich wohl ersetzen. War etwas lose. Das kann aber nicht die Ursache des Problems sein. Ich sollte mal Öl nachfüllen. Zündkerzen sind wie neu. Die sind nicht das Problem. Peter! Essen ist fast fertig! Ja, bin gleich da, Mom! Können wir aus dieser Traumwelt ausbrechen? Öffnen, den wegfahren. Meredith Quill, wo bewahrst du deine Schnitzmesser auf? Oh, eins ist in der Schublade neben dem Ofen. Ich sehe nur ein stumpfes Werkzeug für ein Kind. Genau das ist es. Ich bringe dir beim nächsten Besuch eine Klinge von Ketef mit. Die schneidet sogar durch Stahl. Das ist sehr großzügig, Drax. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Das ist weird. Die Realität brüllt. Willkommen. Ist das komisch? Manche Dinge ändern sich wohl nie. Ah, Peter Quill, deine Mutter hat uns gerade von deiner Kindheit erzählt. Nur einige deiner besten Abenteuer. Und dass sie eine passende Partnerin für... Okay.